Hallo, Simon hier vom YouTube-Kanal The Bad Beard. Ich wollte euch nur mal ganz kurz ankündigen in diesem Vlog, was jetzt diese Woche oder ab dieser Woche auf meinem Kanal passieren wird, wenn Destiny, König der Besessenen, The Taken King endlich rauskommt. Ne? Am Dienstag, also morgen quasi, wenn ihr dieses Video seht, ist es soweit und ich habe ja schon angekündigt, dass ich dann recht viel streamen werde. Ich habe mir extra Urlaub genommen, allerdings sieht es so aus, es ist gerade sehr viel zu tun, dass ich wohl erst ab Donnerstag, Freitag dann Urlaub habe. Das bedeutet, die ersten Tage werde ich zwar immer streamen, allerdings dann immer erst so ab 19, 20 Uhr auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv/thebadbeard. Wenn ihr sehen wollt, ob ich da online bin und ihr im Chat mit dabei sein wollt, das ist ja immer ganz lustig auf jeden Fall, dann geht doch einfach mal da vorbei und klickt auf den Follow-Button, dann seht ihr immer, wenn ich online komme. Ansonsten, falls sich da irgendwie was ändert mit, irgendwie, dass ich mal einen Stream absagen muss oder dass ich früher anfange und so ein Kram, das kündige ich auch immer auf den diversen Social-Media-Seiten an. Also wenn ihr da immer auf dem Laufenden bleiben wollt und sehen wollt, was so abgeht, da poste ich auch andere lustige Sachen, dann schaut einfach mal vorbei auf facebook.com/thebadbeard oder twitter.com/thebadbeard und wie gesagt, dann seht ihr halt immer, was dann so in Zukunft passiert. Auf der anderen Seite könnt ihr natürlich hier auf meinem YouTube-Kanal erwarten, dass ich viele Guide-Videos und so weiter, wie das damals ja schon war, als die anderen Destiny-Erweiterungen gekommen sind, zu dem Spiel dann bringe, wenn dann die Infos raus sind, wenn ich das selber alles erstmal herausgefunden habe. Da freue ich mich auf jeden Fall auch auf irgendwie Einsendungen, wenn ihr was Witziges gefunden habt, irgendwas Interessantes, eine neue Mechanik, irgendwas, was ja irgendwie spannend sein könnte für ein Video, dann könnt ihr das gerne in die diversen Videos kommentieren und ich gucke mir natürlich, wie ihr wisst, alle Kommentare an und versuche auf viele auch zu antworten. Ich hoffe, das habt ihr gemerkt. Das ist viel Arbeit, aber das mache ich sehr gerne und würde mich freuen, wenn das weiter so geht, dass ihr euch da ein bisschen an den Videos mitbeteiligt. Das ist auf jeden Fall eine der Sachen, die ich am liebsten mag an YouTube und noch besser ist natürlich dann im Live-Chat unterwegs zu sein. Das ist auch eine Sache, die mir mittlerweile echt viel Spaß macht und ich hoffe auch viele von euch schauen da mal rein und geben dem Ganzen eine Chance. Da ist auch immer mal was zum Mitspielen, also irgendwie PvP oder sowas, wo ich dann einfach mit euch mal so ein paar Runden spiele. Das ist also immer wirklich ganz witzig. Ansonsten werde ich jetzt erstmal Empyreon oder Starbound eben dieses Let's Play in den Hintergrund stellen, weil ich eben so viel mit Destiny zu tun habe und eben nur so viel Zeit habe. Da will ich auf jeden Fall voll dabei sein und da müsst ihr aber keine Angst haben, dass das nicht irgendwie weitergeht. Die erste Woche, die ersten 1,5 Wochen oder so ist da halt wirklich richtig viel neues Zeug, wo ich was zu zeigen will. Wenn ihr Fans von den anderen Videos seid, also nicht verzagen, die werden noch kommen. Couch-Koop, ich habe das ja in dem einen Video schon angekündigt und diese ganzen älteren Serien, da habe ich mit Dirk zum Beispiel jetzt ja auch schon einen festen Terminplan mehr oder weniger, also so richtig Konzepte, dass wir das jetzt öfter mal wirklich machen wollen. Da wollen wir uns mal hinsetzen und ein paar witzige Videos für euch aufnehmen. Wir planen auch gerade einen Podcast zu machen, ich und ein paar andere Leute, ein anderer YouTuber noch. Das wird, glaube ich, eine richtig coole Sache. Da könnt ihr euch also auch drauf freuen. Also auch wenn ihr nicht so unbedingt der Destiny-Fan seid, es geht hier auch mit dem anderen Zeug weiter. Nur, wie gesagt, könnt ihr euch erstmal darauf einstellen, dass jetzt erstmal ein ganzer Haufen Destiny-Kram kommt, selbstverständlich. Ich werde natürlich jetzt auch in den ersten Wochen probieren, da immer noch zwischendurch was anderes zu bringen, aber der Fokus ist jetzt erstmal dann natürlich ein bisschen auf Destiny, weil das halt jetzt gerade das aktuelle Ding ist. Und ich habe auch echt einfach mega Bock drauf. Übrigens haben wir ja auch schon fast die 10.000 Abos geknackt. Das ist unglaublich cool und ich bin gerade dabei, mir zu überlegen, was ich da Witziges mache für euch. Das wird ein bisschen dauern. Also das Video wird nicht sofort kommen, wenn ich die 10.000 Abos habe, sondern ein bisschen später. Aber da gibt es auch was, wo ihr euch drauf freuen könnt. Das wird bestimmt ganz lustig. Da mache ich mal wieder irgendein cooles Ding. Ja, da gibt es schon so ein paar Ideen, aber zu viel will ich jetzt noch nicht verraten. Ne? Aber ich möchte mich an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal herzlich bedanken, wenn ihr jetzt schon länger dabei seid oder wenn ihr meinen Kanal erst gestern abonniert habt. Vielen Dank dafür und es freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr habt noch eine Weile Spaß an dem Kram, den ich mache. Ich probiere echt mein Mögliches mit dem bisschen Zeit, was ich habe, ein paar gescheite Videos für euch zu produzieren und ja, ich freue mich über jeden Klick, über jeden Like und so und ich hoffe, ihr bleibt mir noch ein bisschen erhalten. Ich weiß, es gibt heute zig YouTuber, deswegen bin ich umso glücklicher, dass auch ein paar Leute bei mir auf dem Kanal gelandet sind. Ihr wisst ja, ich mache das schon eine ganz schön lange Weile. Ich habe schon zigmal das Konzept gewechselt, 20 mal 5 verschiedene Kanäle mit anderen lustigen Ideen gemacht. Ein bisschen all over the place, das weiß ich auch. Aber ich wollte einfach Zeug ausprobieren und hauptsächlich Spaß dabei haben. Ich hoffe, man merkt immer noch, dass ich noch Spaß dran habe. Das ist der Grund, warum ich es mache und es euch immer noch gefällt. So, genug rumschwadroniert über die 10.000 Abos, kann ich mich freuen, wenn ich sie dann endlich habe. Ja, die ganzen Links, von denen ich gerade geredet habe, also zu Twitter, Facebook und so weiter und dem Twitch-Kanal, die findet ihr auch alle hier unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr also einfach draufklicken und dann bei der jeweiligen Seite ne, mal vorbeigucken. Das würde mich auf jeden Fall freuen. So, das war aber, glaube ich, auch schon alles, was ich euch in dem Vlog heute sagen wollte. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!
Das war aber auch schon alles, was ich euch heute sagen wollte. Bleibt mir nur noch zu sagen, Wurst. Scheiße.